Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Der Ravager von Ava Hall mitgebracht. Das ist der vierte Band einer Reihe, aber in sich abgeschlossen, obwohl es Überkreuzungspunkte gibt. Also ihr werdet ein kleines bisschen gespoilert, wenn ihr den Caretaker noch nicht gelesen habt, ansonsten nicht. Also ich fand das Thema, das in dem Buch vorkommt, extrem wichtig, aber mir persönlich war es deutlich zu hart. Also da waren Bilder in meinem Kopf, die will ich da nicht haben. Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Der Ravager von Ava Hall mitgebracht und das ist der vierte Band der Kings of the Underground Reihe. Ich muss sagen, ich fand das Buch nicht schlecht, aber mir persönlich war es deutlich zu hart. Ich muss auch wieder eine Triggerwarnung aussprechen, diesmal einige. Also es geht um systematischen Kindesmissbrauch, Folter, Vergewaltigung und Persönlichkeitsspaltung. Also das Buch ist wirklich richtig, 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 richtig heftig. Also das ist wirklich nur für ganz hartgesottene Dark Romance-Liebhaber, denen gar nichts mehr was ausmacht. Simon ist der Ravager. Er ist es, der den Auftrag bekommt, Menschen verschwinden zu lassen. Er gehorcht nur dem Spielmeister, der einst sein Herr und Folterknecht war. Er hat ihn gebrochen und zu einem Monster gemacht. Ein Monster, das ohne zu zögern foltert und tötet, egal wen. In diesem Auftrag findet er etwas, das er nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Ein Mädchen, Grace. Sie ist genauso gebrochen wie er. Die Sekte, bei der sie aufgewachsen ist, hat sie ihr ganzes Leben lang gefoltert, missbraucht, vergewaltigt, bis sie endlich das getan hat, was sie sollte. Sie hat verschiedene Persönlichkeiten entwickelt, die in ihrem Kopf um die Vorherrschaft kämpfen. Sie ist in so viele Teile zerbrochen, dass sie gar nicht mehr weiß, wie es war, ganz zu sein. Der Ravager nimmt sie mit sich. Er will sie mit all ihren Splittern, weil sie so ist wie er, aber trotzdem so viel mehr. Er weiß nur noch nicht, ob er ihr helfen will, ganz zu werden, oder auch noch den Rest von ihr zerschmettern möchte. Das Buch liebe und hasse ich gleichermaßen. Ich hasse es für das, was Grace alles hat durchleiden müssen. Wir sind dabei. Wir müssen das alles mit ihr durchmachen. Die Folter, alles. Sie war nur ein kleines Kind und musste all das ertragen. Niemand hat ihr geholfen. Das macht einen echt fertig. Und dann ist da der Ravager. Auch gefoltert. Auch gebrochen. Aber bei ihm weiß man nie, was er eigentlich will. Will er Grace helfen, die Splitter ihrer selbst wieder zusammenzusetzen? Oder will er sie nur benutzen, wie all die anderen zuvor? Ich hasse das Buch für die schrecklichen Folterszenen und manchmal auch für die Berechnung des Ravagers. Aber ich liebe es dafür, dass es dieses Tabuthema anspricht. Es ist nicht selten, dass Missbrauchsopfer verschiedene Persönlichkeiten entwickeln, um sich zu schützen, gerade wenn sie noch Kinder waren, als es passiert ist. Die Erlebnisse lassen ihre Seele zerbrechen, und das wundert einen noch nicht. Aber das Thema wird bis heute nicht angesprochen. Menschen mit verschiedenen Persönlichkeiten werden als verrückt und gefährlich abgestempelt. Gut, manche sind das vielleicht auch. Aber es gibt auch solche wie Grace, die einfach nur versuchen zu überleben. Die Autorin hat das Thema wirklich toll integriert. Die Persönlichkeiten kommen auch zu Wort und es ist wie auch beim echten Krankheitsbild. Grace hat nicht nur Frauen, die in ihr leben, sondern auch Männer. Das Buch ist hart und heftig und grausam und ich liebe und hasse es gleichermaßen. Ich liebe es, weil es ein unglaublich wichtiges Thema ist und ich finde es wirklich unbeschreiblich wichtig, dass es dieses Buch geschrieben und damit den Opfern wie Grace eine Stimme gegeben wurde und auch ihr Krankheitsbild nicht länger tabuisiert wird. Das ist wirklich, es ist so, so wichtig. Aber ich hasse es auch, weil es mir persönlich einfach zu hart und so grausam war. Grace hat so viel Unvorstellbares durchgemacht, sie hat so gelitten und leidet bis heute. Ihr Leid scheint nie ein Ende zu nehmen. Und es ist so vielschichtig, dass man bis kurz vor Schluss nicht einmal ahnt, wie vielschichtig es wirklich ist. Es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und sie hat mir so oft das Herz gebrochen. Und auch Simon, der Ravager, hat mich fertig gemacht. Manchmal wollte ich ihn aber auch einer reinhauen. Von mir bekommt das Buch 3 Sterne. Ich finde das Thema unglaublich wichtig und sehr gut umgesetzt. Aber mir war es eben deutlich zu hart. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!